Danke an Michael und die Tagesschau. Ja, bei uns geht's heute noch mal nach Berlin. Es geht um das Feuer im Grunewald und vieles mehr jetzt in der Sendung. Schön, dass Sie da sind. Wir starten mit Brisant. Da brennt es einmal so richtig in Berlin und irgendwie steht danach die halbe Stadt still. Züge, Verkehr, alles immer noch schwierig durch das Feuer im Grunewald. Wir wollen Ihnen mal ein bisschen zu Ohren. Schwieriger ist es mit all den explosiven Sachen, die nach wie vor auf diesem Munitionsplatz lagern. Und deshalb ist man heute sogar mit Spezialpanzern angerückt. Und viele fragen nach wie vor, warum liegt diese Altlast überhaupt dort im Wald? Also an Berlin sehen wir, was da alles passieren kann und was los ist, wenn alte Munition oder Fliegerbomben hochgehen. Das muss man ja eben auch immer mit bedenken. Und davon haben wir sehr viele nach wie vor in Deutschland, diese Altlasten aus dem Krieg. Die Feuerwehr warnt da schon seit langem, dass da viel zu wenig gemacht wird. Denn wir sitzen an vielen Orten immer noch sprichwörtlich auf dem Pulverfass. Viele haben sich nach Abkühlung gesehnt, da kracht schon. Es war ja wirklich ein ganz heißer Tag gestern und heute für viele auch noch mal sehr warm. Es gab Abkühlung zumindest für einige. Im Norden und Nordwesten sind wir jetzt. Da kam durchs offene Fenster schon sehr viel schöne frische Luft, schon vergangene Nacht tatsächlich, und dazu Regen. Da ist es allerdings nicht bei ein bisschen geblieben. Also Wetter oder schon Klima, auf jeden Fall geht es auch in diesem Sommer wieder so rauf und runter. Hier geht es jetzt um Hass im Netz. Das ist ja ein Riesenthema und vor allem auch die Frage, wie geht man damit um? Dass Hass schadet, dass er verletzt, sogar manchmal Menschen in den Selbstmord treibt, all das erleben wir gerade. Deshalb ist der Fall, um den es heute vor Gericht in Rheinland-Pfalz geht, so wichtig und vielleicht auch ein Zeichen der Abschreckung. Hier hat ein Mann im Netz Hetze betrieben gegen die Polizei, und zwar sehr drastisch. Es war kurz nach den Polizistenmorden von Kusel. Da hatte Hassvideos gepostet und er soll sogar ein Kopfgeld auf Polizisten ausgelobt haben. Wie ahndet man diese Art der verbalen Gewalt? Oder ist es vielleicht sogar mehr als das? Das würde viele Menschen interessieren. Es geht um Hass im Netz, auch online bei uns. Diese Woche ist ja schon ganz viel zum Thema diskutiert worden, auch durch den Selbstmord der Impfärztin aus Österreich. Aber wie kann man sich zur Wehr setzen, rechtzeitig reagieren, sich selbst schützen? Darum geht es auf brisant.de. Brennt wichtiges Thema aktuell. So, wir tauchen ein bisschen ab. Es klingt so ein bisschen wie einer dieser schlechten Filmtitel, Haie vor New York. Tatsächlich aber gibt es sie. Selten, aber gerade sind sie wieder da. Das sind zwar eher weniger große Haie, selten mal weiße Haie, aber in diesem Fall sind die schon nicht ganz klein. Und mit denen mag man sein Badewasser auch nicht teilen. Und dabei hat New York auf Long Island mehr als 100 Kilometer Strand. Und die New Yorker lieben es, da rauszufahren, sich zu erholen. Aber nun sind die Haie da und man versucht alles Mögliche, dass sie nicht so nah rankommen. Aber die schwimmen da gerne rum. Doch schön, wenn es mal so versöhnlich ausgeht. Wir gucken nach Niedersachsen. Da wollten Diebe einen Geldautomaten sprengen, aber etwas ging schief. Unsere Kurznachrichten. Na, bei den beiden läuft es auf jeden Fall. Ja, Platz am See ist bei diesem Wetter natürlich herrlich. Wir haben auf jeden Fall unseren Platz hier morgen wieder reserviert. Starten da mal ein bisschen eher. Am Samstag 17:10 Uhr sind wir da. Freuen uns, wenn Sie auch wieder einschalten. Schönen Abend, kommen Sie gut ins Wochenende. Tschüss.